28.500-fach und Publikumsbesucher tauchten vom 5. bis 8. Oktober in den historischen Hallen und im Sommergarten unterm Funkturm in eine vielfältige Welt klassischer Mobilität ein. Das Berliner Publikum, zu dem viele internationale Gäste zählten, votierte die abwechslungsreiche Mischung. Renommierte Aussteller, unzählige Clubs, wahre automobile Schätze und hochwertige Exponate, eine ordentliche Prise Lifestyle und das abwechslungsreiche Showprogramm ganz im Stil der guten alten Zeiten. Die Liste renommierter Aussteller war lang. Aussteller und Clubs brachten unzählige automobile Highlights sowie eine Menge Benzin im Blut auf die Motorworld Classics Berlin 2017. Einer ganzen Welt voller Emotionen und Dynamik auf zwei Rädern gab die Messe erstmals die Bühne. Denn sie holte das Motorrad raus aus dem Schatten des Automobils hinein ins Rampenlicht. Über 8 Dekaden hinweg im Legendenstrahl Motorrad sowie in den Hallen Maschinenraum und Motodrom stellten Händler und Clubs Zweiradklassiker, Raritäten und Publikumslieblinge aus. Auch moderne Interpretationen bekannter Customizer verdeutlichten die Vielschichtigkeit des Themas Motorrad. Nicht leicht hatte es die fachkundige Jury, als es galt in 4 Kategorien, ganz berlinerisch und mit einem Augenzwinkern, det Originalste, det Seltenste, det Knuffigste, den besten Clubstand und det Beste auszuzeichnen. Am Ende intensiver Beratung hieß es schließlich, die Gewinner der Berliner Bären in Gold, Silber und Bronze sind. Der erste Preis in der Kategorie det Originalste ging in diesem Jahr an einen Fassel Vega. Ein echter Scheunefund, der 1972 von einem amerikanischen Soldaten im amerikanischen Virginia zugelassen und nach dessen Tod vorerst in Vergessenheit geriet. Der mehr als verdiente zweite Preis ging an den Allgemeinen Schnauferclub e.V. ASC für einen 1911er Leon Peugeot aus jener kurzen Zeit, in dem es 2 Peugeot-Hersteller gab. Der eindeutige erste Platz eines seltenen Fahrzeugs ging an den 1967er Mustang Shelby GT500 von Grown Cars. Es ist einer von nur 3 originalen Filmautos aus dem Blockbuster Nur 60 Sekunden mit Nicolas Cage und Angelina Jolie. Das Fahrzeug mit dem legendären Go Baby Go Knopf kam anlässlich der Motorworld Classics erstmals nach Europa. Der zweite Preis in dieser Kategorie wurde an einen 1918er Milburn Electric von ASC verliehen. Ein aus heutiger Sicht visionäres Elektrofahrzeug. Der bronzene Bär ging an einen außergewöhnlichen VW Käfer aus dem Jahr 1977, der voll gepanzert ist und damit absoluten Seltenheitscharakter hat. Den goldenen Bär in der Kategorie Det Knuffigste räumte ein Miniatur Land Rover in der Größe 1:1,55 von der Firma Potomac ab. Der originalgetreue Nachbau eines Land Rover nahm 5 Jahre in Anspruch. Der kleine verfügt über einen Benzinmotor und kann in Deutschland mit einem Mofa-Führerschein gefahren werden. Mit dem zweiten Platz wurde der Heinkel Club für seine Heinkel-Kabine geehrt. Der bronzene Bär ging wiederum an eine Dürrkopf vom Motorradclub Lütenstadt. Bei der Wahl des besten Clubstands fiel es den Juroren wieder einmal schwer, den tatsächlichen Besten zu krönen. So viele Clubs engagierten sich rund um ihr Hobby mit witzigen und originellen Ideen. Diesmal machte das Rennen um den goldenen Bären die IG T3, eine Vereinigung von VW-Busfans der Baureihe T3. Der Clubstand der Käferfreunde Berlin erhielt den silbernen Bären für eine wunderbare Ausstattung mit Cola-Kiste, Parkuhr und Scheibentablett. Das Beste kommt zum Schluss und so ist es auch hier. Gewinner der Gesamtwertung war der Elvis BMW 507, der vom King of Rock'n'Roll während seiner Zeit in Deutschland gefahren wurde. Das lang verschollene Fahrzeug wurde in liebevoller Arbeit 18 Monate lang von dem knapp 100-köpfigen Team von BMW Group Classics bis ins letzte Detail wiederhergestellt. Ein Augenschmaus und absoluter Star der Messe. Den zweiten Platz konnte sich der Hudson Great 8 aus dem Jahr 1930 sichern, mit dem Rallye-Fahrerin Heidi Hetzer 84.000 Kilometer um die Welt gefahren ist. Live, aber auch in Form wertvoller Exponate entdeckten die Besucher der Motorworld Classics Berlin 2017 wahre Rennlegenden und Geschichten. Stargast war unumstritten Heidi Hetzer, die ehemalige Autohausbesitzerin, Rallye-Fahrerin, Visionärin sowie Berliner Original.
Sie besuchte mit ihrem Weltumrundungsfahrzeug Hudo die Messe und gab mit viel Humor Geschichten aus ihrer abenteuerlichen Reise von sich, mit denen sie die Besucher begeisterte. Auch Hans Hermann und Striezel Stuck konnten den Ansturm nach Autogrammen kaum standhalten. Beide waren nach Berlin gekommen, um vor allem über ihre legendären Fahrten auf der Arvis zu erzählen. Die erste ausschließliche Autostraße und erste Autobahn der Welt schrieb als Rennstrecke Geschichte und verläuft räumlich unmittelbar entlang der Berliner Messehallen. Ein Magnet für alle Rennsportbegeisterte und Fans war außerdem die private Sammlung von Michael Schumacher, die eine Auswahl einzigartiger und besonders wertvoller Schätze präsentierte. Persönliche Memorabilien aus der einzigartigen Karriere des siebenmaligen Formel-1-Weltmeisters sowie ein Kart aus seinen Anfangszeiten. Zwei exklusive Fahrzeuge aus dem Mercedes-Benz-Museum und der 1994er Benetton Ford B194-5, mit dem Michael Schumacher seinen ersten Weltmeistertitel gewann. Über 55 Oldtimer und Sportwagen gingen am Samstag bei der ersten Kois-Auktion auf der Motorworld Classics in Berlin unter dem Hammer. Darunter echte Raritäten wie das Alfa Romeo 2506C Cabriolet, der original erhaltene 1932er Tatra 57, ein Renault Alpine A108 Cabriolet, der Iso Rivolta IR 300 und der US-amerikanische Chevrolet Bel Air Convertible. Das Motto der Motorworld Classics Berlin ist Programm. Und so erfreuten sich die Messebesucher an einer bunten Erlebnisvielfalt, die sie eintauchen ließ in eine ganze Welt im Stil der guten alten Zeiten.